danach noch, nach Ihrem Test BMW 323i, Gelegenheit haben, Ihnen ein paar Fragen zu stellen. Zunächst. Alle Fahrzeuge der Dreierbaureihe, also auch die Typen 316 und 318, haben die gleiche zweitürige Karosserie und sind in ihrer Ausstattung einander sehr ähnlich. Ihre Abmessungen sind bewusst kompakt gehalten. Mit 4,35 Meter sind sie um 30 cm kürzer als zum Beispiel ein Opel Rekord. Für die an ihren Doppelscheinwerfern erkennbaren neuen Sechszylindertypen 320 und 323i ist auch eine Servolenkung gegen Aufpreis lieferbar. In der zweckmäßigen und geschmackvollen Ausstattung ist die Instrumententafel vorbildlich und auch nachts sind die verschiedenen Schalter und Bedienungshebel leicht zu bedienen. Dem Zutritt zur hinteren Sitzbank sind die vorderen Sitzgurte nicht im Wege. Bedingt durch die kompakte Bauweise des Wagens ist das Raumangebot für die hinten Sitzenden nicht sehr reichlich bemessen. Dafür ist der Kofferraum mit 404 Litern nach VDA-Norm groß genug. Praktisch auch der gut ausgestattete, im Kofferraumdeckel eingelassene Werkzeugkasten. Wichtig für die Betriebskosten eines Fahrzeugs sind die Circa-Preise der Ersatzteile einschließlich Montage. Tür 505 Mark, Kotflügel 312 Mark. Vordere Stoßstange 253 Mark. Auspuffanlage 546 Mark. Kältekammer. Der Kaltstart nach 12 Stunden bei minus 15 Grad Celsius macht keine Schwierigkeiten. Der Motor sprang beim ersten Versuch an und lief danach problemlos. Einen kleinen Fehler muss man jedoch hervorheben. Wenn eine Servolenkung vorgesehen ist, nimmt deren Pumpe bei vollem Anschlag so viel Leistung auf, dass der Motor, kalt oder warm, im Leerlauf abstirbt. Die Wasserdurchfahrt verursachte keine Störungen und es drang kein Wasser in den Innenraum. Nach der Durchfahrt muss natürlich durch kurze Bremsungen dafür gesorgt werden, dass die Bremsscheiben trocken werden. Erst dann sind die Bremsen wieder voll einsatzbereit. Die relativ harte Aufhängung wurde mit der Holperstrecke gut fertig. Die vier Räder sind unabhängig voneinander aufgehängt, vorn an Federbeinen, hinten an Schräglenkern. Das Fahrwerk ist mehr auf optimale Fahreigenschaften als auf Komfort abgestimmt. Besonders bei niedrigen Geschwindigkeiten wirkt es auf kleinen Unebenheiten etwas hart. Stramme Stabilisatoren halten die Kurvenneigung in engen Grenzen. Wie alle BMWs ist auch der 323i so ausgelegt, dass er im Grenzbereich leicht übersteuert. Das Heck in Kurven also zuerst ausbricht. Dies macht den Wagen auf kurvenreichen Strecken besonders wendig. Die Lenkung ist im Allgemeinen leichtgängig. Wer aber viel in der Stadt fährt, ist mit der exakten und progressiv wirkenden Servolenkung gut bedient. Der Wendekreis beträgt 10,50 Meter. Bei mäßigen Geschwindigkeiten läuft der BMW recht ruhig, wird aber bei schärferem Tempo bedeutend lauter. Daran sind die Windgeräusche ebenso beteiligt wie das Motorgeräusch, das allerdings keineswegs unangenehm klingt. Die Spurhaltung ist gut und die Seitenwindempfindlichkeit gering. Bei 100 km pro Stunde betrug die Spurabweichung in unserem Standardtest nur 1,50 Meter.
Die Bremse ist leicht dosierbar und auch bei starker Beanspruchung wenig wärmeempfindlich. Die Spurhaltung ist dabei einwandfrei. Und die vier Scheibenbremsen, vorn innen belüftet, ergaben von 100 km pro Stunde Geschwindigkeit zum Stand einen Bremsweg von nur 44 Metern. Die gute Standfestigkeit der Bremsen ist bei langen und schnellen Talfahrten für die Sicherheit besonders wichtig, vor allem wenn das Fahrzeug voll beladen ist. In diesen Fällen blieb auch bei scharfer Fahrt die Bremswirkung einwandfrei erhalten. Der neue, kleine Sechszylindermotor entspricht mit seiner oben liegenden Nockenwelle, seinem Querstromzylinderkopf und seiner siebenmal gelagerten Kurbelwelle weitgehend der BMW-Tradition. Mithilfe der umweltfreundlichen und sparsamen, kontinuierlichen Einspritzanlage holt man aus dem 2,3 Liter Kurzhuber 105 kW in gleich 143 PS heraus, also fast 62 PS pro Liter. Trotzdem bleibt aber der Motor recht elastisch und kommt leistungsmäßig mit dem sehr leicht und exakt zu schaltenden Vierganggetriebe gut aus. Die Beschleunigungszeit von 0 auf 100 in 10 Sekunden sagt noch lange nicht alles über die Lebendigkeit dieses Wagens aus. Noch viel interessanter ist, dass schon nach 24 Sekunden 160 km pro Stunde erreicht werden. Hier einige Vergleichswerte für die 0 auf 100 Beschleunigung. VW Golf GTI 8,5 Sekunden. Saab Turbo 9,2 Sekunden. Porsche 924 9,8 Sekunden. BMW 323i 10 Sekunden. Audi 100 5e 10,2 Sekunden. Auch wenn die bei 100 km pro Stunde gemessene Pfundzahl von 68 dBA gering ist, wäre trotzdem ein fünfter Gang im Interesse eines niedrigeren Verbrauchs und einer größeren Laufruhe bei hoher Geschwindigkeit vorteilhaft. Mit 194 km pro Stunde lag die von uns gemessene Höchstgeschwindigkeit sogar über der Werksangabe. Die gute Beschleunigung im oberen Geschwindigkeitsbereich ist bei schnellen Autobahnfahrten recht wertvoll und mit einer Spitze von echten 153 km pro Stunde ist der dritte ein hervorragender Überholgang. Das Überholen eines 80 km pro Stunde schnellen Lastzuges mit normalem Ein- und Ausscheren erfordert bei gleicher Anfangsgeschwindigkeit ca. 9 Sekunden oder 265 Meter. Bei schnellen Autos hängt der Verbrauch naturgemäß von der Fahrweise und von der Fahrgeschwindigkeit ab. Für den BMW 323i haben wir folgende Richtwerte ermittelt. Autobahn 11 bis 16 Liter pro 100 Kilometer. Kurzstreckenverbrauch 14 Liter. Landstraße 12 Liter. Testverbrauch 14,2 Liter Super pro 100 Kilometer. Dem Testverbrauch entspricht bei 58 Liter Tankinhalt ein Aktionsradius von rund 400 Kilometern. Hier die Verbrauchswerte vergleichbarer Wagen. VW Golf GTI 11 Liter Super. Porsche 924 12,2 Liter normal. BMW 323i 14,2 Liter super. Saab Turbo 14,5 Liter super. Audi 100 5e 15,4 Liter super. Zu erwähnen bliebe noch die gute Belüftung und die vielleicht etwas kompliziert zu bedienende, aber recht vielseitige Heizung. Weniger erfreulich ist, dass die hohe Motorleistung und das geringe Gewicht auf der Hinterachse
die Bodenhaftung der Hinterräder schnell überfordern. Aus diesem Grund ist, besonders auf rutschigem Boden, mit dem Gaspedal Vorsicht geboten. Vorsicht, die besonders im Winter zu beachten ist. Im 323i sollte zumindest ein Sperrdifferential serienmäßig eingebaut, statt nur auf Wunsch lieferbar zu sein. Wiederholung unserer Testwerte. Beschleunigung von 0 auf 100 km pro Stunde 10 Sekunden. Höchstgeschwindigkeit 194 km pro Stunde. Innengeräuschmessung 68 dBA. Wendekreis 10,50 m. Bremsweg aus 100 km pro Stunde 44 Meter. Seitenwindabweichung 1,50 Meter. Testverbrauch 14,2 Liter. Preisempfehlung ohne Extras 20.533 Mark. Marktlücken zu finden und zu nutzen hat BMW stark gemacht. Der 323i ist so ein typischer Lückenfüller. In seiner Klasse gibt es keinen sogenannten Sportwagen, der ihm in den Fahrleistungen auch nur nahe kommt. Keinen, der allerdings bei Zugeständnissen im Komfort bessere Fahreigenschaften bietet. Keinen, an dem ein engagierter Fahrer mehr Spaß haben kann. Herr Freer, man hat sich lange Zeit gewehrt gegen den Ausdruck Sicherheit, Reduzierung der Unfallrisiken beim Automobilbau, natürlich auch bei der Verkaufsförderung. Das ist mittlerweile vergessen. Man hat einen ganz anderen Weg eingeschlagen. Nun haben Sie interessanterweise für mich zum ersten Mal den Ausdruck in einem solchen Test gebraucht, umweltfreundlich im Zusammenhang mit der Einspritzung des Motors bei diesem BMW. Sollte der Tester, ein Mann wie Sie, nicht noch mehr tun im Zusammenhang mit Umweltfreundlichkeit eines Automobils? Ja, es ist eigentlich für den Tester schwierig, die Umweltfreundlichkeit zu beurteilen. Denn die hauptsächlichen Faktoren werden ja gesetzlich festgelegt. Zum Beispiel die Abgase, da gibt es Minima, die nicht überschritten werden dürfen. Und ich habe dieses Wort Umweltfreundlichkeit im Zusammenhang mit der Einspritzung erwähnt, die es gerade ermöglicht, den Motor noch leistungsfähig zu erhalten und sparsam zu erhalten und trotzdem es ihm ermöglicht, die Abgasgesetzen zu entsprechen. Und was ist mit den Rohstoffen, mit den kostbaren, mit dem Langzeitauto? Wir verkaufen ja nur, wir werfen weg, vernichten und kaufen wieder. Das lässt sich auf die Dauer die Erde nicht gefallen. Ja, da wird aber doch mit der Zeit dafür etwas getan. Denn die heutigen Autos werden ja gegen Korrosion besser geschützt als früher. Und der Schutz wird immer besser, weil auch bei normalen Gebrauchsautos, sodass die Autos in Zukunft auch länger dauern dürften und starker ja auch immer wieder einschmelzen. Was wird Ihr nächstes Auto sein, das Sie testen? Opel Rekord 2 Liter. Ich bedanke mich für dieses Gespräch. Wir kommen nun zu neuen Ärgernissen.